Ihr wisst ja, dass es mir momentan sehr schwer fällt zu lachen, weil mir eine Person hier im Haus sehr viel bedeutet und ich mache heute das erste Mal was für mich. Und gebe meine 5 Likes Alex. Philipp! 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 Und? Siehst du? Und für den? Hey, nicht bitte über seinen Rücken reden. Wenn man ein bisschen zurückblickt, ist es seit Tag 1 so, dass Diana und ich uns gegenseitig unterstützen. Und ich glaube, gerade heute bei so einer knappen Geschichte ist es wichtig, diese Unterstützung fortzuführen. Ich bin doch verarscht, Digga. In meinem Leben habe ich noch nie so eine hinterlistige, hinterhältige, egoistische Person wie Diana gesehen. Ich verstehe sein Verhalten nicht. Ja, das Einzige ist, dass er mich raushaben wollte. Alles andere ergibt keinen Sinn. Wen will sich eigentlich verarschen? Jedes gottverdammte Mal hast du auf deinen eigenen Arsch geguckt und hast nur auf dein Herz gehört. Alles gut. Mach dein Ding. Rede nicht mit mir. Rede nicht mehr mit mir. Geh mir aus dem Weg. Aber wieso? Rede nie wieder mit mir. Wir beide sind gestorben. Du bist für mich gestorben. Du bist tot für mich. Wieso? Weil ich nicht raus bin. Nein, alles gut. Weil ich nicht raus bin. Du bist, seitdem du hier bist, nur egoistisch. Und hier geht es nicht um Alex. Hier geht es nicht um Yasin. Hier geht es um uns beide. Jedes Mal wollte ich dich hier behalten. Aber du zeigst nicht mal ein Stück Dankbarkeit. Du hast immer den ganzen Kuchen genommen. Und weißt du, was du mir gegeben hast? Immer nur Krümel. Hier, Philipp rettet mich. Also, du bist böse auf mich, weil ich weiterhin Nein, hier bin. Aber du denkst doch, du denkst doch nur an dich. Seitdem ich hier bin, denke ich an dich, aber nur du an dich. Es geht hier alles nur um dich. Alles, nur Diana, Diana, Diana. Ich finde es ganz krass, wenn ein Mann so mit einer Frau umgeht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich nie so angeschrien wurde von einem Mann. Sie ist meine direkte Konkurrentin. Statt zu sagen, weißt du was, ich will dich mal nach vorne pushen, du kriegst mal 2 Likes. Ich wäre ja raus gewesen, hätte ich das Scheiße, nicht gemacht. Guck mal, du siehst es doch nicht mein. Nichtsdestotrotz ist es ja ein Spiel und es geht hier um Likes. Aber daran sieht man, es ist halt trotzdem dann doch noch ein kleiner Junge. Ich meine, was soll man da jetzt großartig sagen? Thema's durch. Du bist bei mir durch. Alles ist ja alles gut. Ich sag nichts mehr. Ja, ich habe einmal für mich entschieden und werde dafür angegriffen. Auf so eine Art und Weise.